sein Leben lang zu ackern, selbst in einem Job, den du vielleicht irgendwie ein bisschen feierst, wenn du morgens aufwachst und gezwungen bist, dahin zu gehen, aber eigentlich keinen Bock hast, das kann für mich nicht das Konzept sein, von wie ein Mensch glücklich werden soll in dieser Welt. So, ich verstehe und respektiere Menschen hart, die sagen, ja, ich gehe diesen Weg und ich verstehe, dass das der Weg ist, aber ich gehe ihn für meine Familie, für meine Zukunft oder was weiß ich was. Oder vielleicht auch, ich gehe ihn nur zeitweise und weiß, danach habe ich etwas anderes vor, wie auch immer. Aber für mich war das einfach nie eine Option. Ich habe so viele Jobs gemacht mit 18, 19, 20 von, egal an welcher Bar oder Kasse oder Möbelpacker, Umzugsunternehmen, Security, irgendwo überall probiert, meine 8,50 die Stunde zu machen und habe einfach gemerkt, das ist es nicht. Der Scheiß macht mich krank. Es macht mich krank, einen Chef zu haben, den ich nicht mag und der mir sagt, was ich machen muss. Und ich will das nicht machen und ich mache es nur für 8,50 Euro. Und dann bist du das wert so? Bist du nicht mehr als 8,50 Euro für eine Stunde deiner Zeit wert? Stell dir vor, du könntest diese Stunde mit deiner Familie verbringen, du könntest diese Stunde alleine verbringen, Sport machen, ein Lied machen und für 8,50 Euro machst du das nicht. Oder mittlerweile weiß ich nicht, Mindestlohn ist glaube ich ein bisschen höher. Für 11 Euro die Stunde machst du das nicht. Und das ist dann für mich zumindest erstmal fragwürdig. Wenn du aber eine richtige Antwort darauf findest, finde ich, ist das auch respektabel, absolut. Aber wenn du es nur machst und gar nicht weißt, was du da machst, dann solltest du einmal zumindest darüber nachgedacht haben und dann überlegen, ob du den anderen Job suchst oder vielleicht in die Selbstständigkeit gehst oder zumindest ein Hobby ausübst, was das kompensiert, dass du halt in dieser Welt den ganzen Tag Shit machen musst, auf den du keinen Bock hast.